Nicht mit. Was zum? Was ist das hier? Eine Mine. Wie eine Quest, nee, ne? Wüsste ich jetzt so nicht. Aber das ist gut, das ganze Erd können wir hier nämlich gebrauchen. Hier geht's auch rein. Ach du Scheiße. Okay, wir haben zwei Eingänge. Zepp Kartoffelpfanne. Das soll mir aber verlassen zu sein, nicht? Ist aber vom Aufbau her genau wie die andere. Oh, schon wieder moderat. Ich muss da langsam das Schloss knacken lernen. Könnte ich ja nicht. Ich habe ja zwei Lüppes. Bin ich vorbei? Ich bin vorbei, ne? Warte. Jetzt habe ich einen Trank. Jetzt habe ich drei Lernpunkte. Das kann ich nicht mehr tragen. Das macht gar nichts. Na. Aha. Durchschaut. Zu einfach. Da sagst du jetzt mal was. Oh, geil. Noch ein Geschicklichkeitstrank. Und oh, eine Outlaw-Hose. Und kleine. Ja, okay, die Steine sind in Ordnung. Okay, dann so und so. Und wieder so. Und noch einmal so. Und dann gehen wir erstmal in die Mine hier rein. Gespeichert habe ich ja. Licht an. Dann sammeln wir erstmal ein paar Erz. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Mine haben. Hat noch gar keiner was von gesagt. Nur ein bisschen dunkel hier. Und da liegt Zeug. Mal gut, dass ich die Lampe anhab, ne? Man sieht den Unterschied. Gar nicht. Ein Kartenstück. Oh, geil. Schon lange keins mehr gefunden. Tavar Caracas. Cool. Ein starker Heiltrank. Da ist nix, da ist noch Erz. Bringt das eigentlich irgendwas, wenn man alle Kartenstücke hat? Das würde mich mal interessieren, weil im ersten Teil habe ich auch nicht geschafft, alle zu finden. Okay, da ist noch Erz. Wir haben bestimmt noch einen Erzader übersehen. Fast drauf wetten. So, Lampe aus, speichern und dann in die andere Mine rein. Der Weg hierhin ist aber auch scheiße gefährlich, ne? Nachher da unten, da ist ja echt viel los gewesen. So, hier war auch noch Zeug. Und Tresor. Okay. Hallo, lass mich hacken. Sehr gut, geht auch. Kleiner, größer, kleiner. Kleiner 1. Größer 8, kleiner 4. Okay, 1 ist richtig, 5 ist falsch. An der falschen Stelle meine ich. 6, 1, 5. Nee. Größer. 9, kleiner 5. 7. Geht doch. Ich bin auch ein super Hacker und hack mir immer nur Schrott hier. Immer nur Schrott. Was ist das? Kleiner Elex dran. Geil.
Hallo? Komm da nicht raus. Scheint eine Alpha-Tür zu sein oder so. Ich bin das Alpha-Männchen, lass mich raus. So, da unten ist Arteris, da geht's dann gleich hin. Können wir uns aber den Weg ruhig runterschnetzeln. Ein paar Erfahrungspunkte einstreichen. Haben wir mal wieder? Nee, noch nicht. Hier sieht es aus, als ob einer eine Spur reingelegt hat, um mich reinzulocken. Ich warte ja immer Widerstand. Ah, ich wollte sagen, gibt es keine Erzadern? Die sind im Dunkeln echt schwer zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen Angst. Kann das sein, dass hier das Licht irgendwie... Nee, es gab kein... Nee, es gab keine Updates. Ich muss sagen, ob die das Licht irgendwie runtergepatcht haben oder so. Oder zu hell war, aber... Es gab keine Updates zuletzt. Guck gerade, ob ich irgendwas erkennen kann. Aber keine Erze. Das ist nicht zum Abbauen. Das auch nicht. Okay, das war ja gar nicht so schlimm. Es wird nur scheiß dunkel hier, ne? Echt nur eine Erzader hier drinne? Zwei. Wäre schön, wenn die auch angezeigt werden würden durch die Brille. Aber werden sie leider nicht. Wir brauchen auch viel Eisenerz. Allgemein viel Erz. Jo, damit haben wir die Mine ausgeräumt. Von die Outlaws. So, jetzt ist noch meine Frage, ist da oben auch noch irgendwas? Hier ist... Bis hier geht's noch, aber ich glaube, da ist dann nichts mehr, ne? Von wo sind wir denn da? Ach, hier, warte mal. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Okay, den Weg runter und dann links halten. Oder einfach hier oben lang laufen. Aber das ist eine Sackgasse. Ich glaube, da könnte dann... ein Troll oder sowas warten. Hier? Jo. Da ist ein Damm. Und da ist noch eine Hütte und eine Höhle. Okay. Lass mal schnell kurz darüber. Schnell kurz darüber, ja. Ein gutes Deutsch. Okay, hier ist nur so ein fliegendes Gerät. Ich dachte gerade, ich hätte Teleporter gehört. Die Autos hier einen Damm gebaut, ja? So, wo bist du? Komm her, du Mistmade. Hinter dich schnauzt du. Dreckiges. Dreckiges Mistvieh. Schöner Damm. Der das hält. Faszinierend. Ach, der stützt hier nur die Wand ab. Ja, ich würde da gerne hoch, danke. Ah, okay. Und da ist irgendwas. Kalk oder sowas. Amazit. Oder Schwafel. Man sieht. Für Viecher. Ach ja, da oben rannte ja noch so ein
hier drin. Ich erinnere mich. So, warte, das hier noch. Warum ist denn hier oben kein Teleporter? Das wäre mal was Sinnvolles. Und hier schweben wieder Krähen. Oha. Ach du Scheiße, ich wusste es. Okay, ich muss irgendwo hoch. Oh Gott, so viele. Speichern. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ein Urtier. Aha. Das sollten wir hinkriegen eigentlich, ne? Wenn er nicht außer Range kommt. Aua. Wo will er hin? Alle hin. Aua. Der eine ist anscheinend spazieren gegangen. Schön, dass Kroni auf mich schießt. Finde ich super. Der andere steht da unten. Den erwische ich von hier aber nicht. Okay, soweit so gut. Lass mich mal ganz kurz gucken von den ganzen Fernkampfwaffen. 125, 153. Okay, da ist schon die richtige. Ups. Ja, jetzt stell dich doch nicht da hin, wo ich dich nicht erwische, Mann. Und den auch noch. Na, na, überschätzen wir da nicht ein bisschen unsere Reichweite? Und auch tot. Oh, na. Ah. Okay, jetzt ist es eigentlich nur noch er über. So, da ist er. Guck mal, ich hab da sowas hier, ne? Ich will ihn nur ausrüsten. Anstelle des Granatwerfers. Hey! Wow! Jippe! Und das war's. Mehr. Dann wieder den. Okay, komm, ich geh mal runter. Ah.
hohes Risiko erkannt. Weiß ich. Sofortiges Entfernen. Ich arbeite dran. Schaffen wir aber. Und das war's. Nice. 550, naja. Sind auch fast 1000, ne? Und es ist ein Urtier, brauchen wir eh, glaube ich, zum das Herz zum Tränkebrauen. Warum ist die Musik immer noch so? Jetzt ist sie nicht mehr so. Okay. Ob da wohl nicht noch so ein Vieh in der Höhle? Wenn es denn da überhaupt reingeht. Ach guck mal, hier liegt sogar ein Raketenwerfer. Eigentlich müssten wir auch mal Raketen herstellen, ne? Und ich glaube, wir sollten auch mal auf Schaden von schweren Waffen gehen. Ich glaube, das hilft uns auch etwas Munition zu sparen. Okay, das hier war mal eine Mine. Jetzt nicht mehr, weil hier ein Urtier rumhauste. Lass mich raten, ich muss gleich wieder mein anderes Gerät anlegen. Nee, muss ich nicht. Geil. Also das ist ja ein Pipifax-Schloss hier. Da Leier über. Oh, okay. Ja, maximale Ausdauer brauchen wir nicht. Haben wir erstmal genug von. So, das noch. Können wir da überhaupt rein? So richtig meine ich. Oma sieht. Was? Ich glaube, Jax macht jetzt Yoga. Oha. Und, oh Gott. Geh mal. Ach du Scheiße, das sah aber nicht gesund aus. Da ist noch ein Rezept. Den Bauplan für Kanonenmunition hatten wir, glaube ich, schon. So, einmal speichern. Da liegt ein Licht. Kommen wir rein? Oh, yes, we come. Aber geht nicht allzu weit. Wow, okay. Ein Urtier. Ja, ach, was war. Ich mecker einfach nicht. Was habe ich erwartet von Piranha Bytes? Hinter solchen Monstern liegt nie irgendein geiler Scheiß, irgendwie eine geile Waffe oder so. Jedes andere Spiel ja. Aber Elex, nein. Du wirst ausgelacht vom Spiel. Das Spiel lacht mich jetzt gerade aus, so frei nach dem Motto. Was dir so viel Mühe gegeben, dieses Urtier zu besiegen, so viel Munition verballert, alle deine Raketen sind weg. Für nichts, Junge, für nichts. Nicht mal eine Schlafgelegenheit gibt's hier. Einfach für nichts. Super geil, danke Spiel, super, super geil. Okay, ist da oben, können wir bestimmt nicht hin. Schätze ich mal. Oh, da ist auch noch was. Nee, ist nicht. Okay. So, vor Sicherheitshalber speichern. Nicht, dass wir gleich wieder verseucht werden. Was sehr wahrscheinlich ist. Okay. Hier sind nur Burger, ne? Ja, ich glaube, hier hinten ist auch nichts mehr. Guck mal, das hier ist auch so abgeschnitten. Wird jetzt wahrscheinlich gleich eisekalt sein. Jo, siehst du. Einmal Schockfrosten, bitte. Okay. Das Übliche. Die üblichen Levelgrenzen. Uns fehlt auch immer noch ein Prototyp von irgendwas.
hier links. Oh, oh, scheiße. Boah, hahaha, die habe ich ja noch nicht erwartet. Tony? Der kam unverhofft. Der hat mich etwas übergerascht. Sieht das aus, wie können wir bald wieder schamieden, ne? Was haben wir gerade? Stärke und Ausdauer. Ja, ist easy. Geht so. Ach, Elextrank. Einmal Erfahrung. Und nochmal Geschicklichkeit. Und ein bisschen Fleisch. Und das Meer? Ne, 35. Jo. Ich wähle auch gleich die Quest aus und dann werden wir uns sicherlich auf eine extrem lange Reise begeben müssen. Lok. Arteris. Ihre dem Lumpenpack? Nee. Kopfgeld für Dixon. Ein vergesslicher Botengang. Nee. Oh, ist die Mission noch gar nicht gestartet? Kann das sein? Dann muss ich da ja erstmal hin. Dann müssen wir da ja erstmal hin. Gott, jetzt bloß nicht das Jetpack starten. Das wird eine Katastrophe, das ist mega laut. Ja, was denn? Au, au, au. Jens. Good old Jens. So, es gibt die Doppeldidu. Guck mal, ehrlich, immer noch hier. Nee, sie. Komisch, manche Leichen despawnen und manche nicht, ne? Ah, da hinten ist auch noch so einer. Den lasse ich aber erstmal in Frieden. Oh Gott, jetzt muss ich ja immer wiederfinden. Wo waren der? Hier ruckelt es ein bisschen. Unnatürlich hohe Konzentration an Pheromonen in der Atemluft registriert. Dies könnte auf gefährliche Individuen hinweisen. Gefahrenstufe angehoben. Phero? Phero was? Definitionsanfrage. Pheromon. Substanz, die von einem Individuum nach außen abgegeben wird, um bei einem anderen Individuum der gleichen Art spezifische Reaktionen auszulösen. Aha, wenn du meinst. Ruckelt hier ein bisschen, kann das sein? So, wo war denn der Typ jetzt? War der nicht hier? Oder war er das? Skibor, genau, er war das. Ich begleite dich zum Depot. Exzellent, mir nach. Moment, ich will was trinken. Aus diesem Loch. Jeder versucht, dich hier über den Tisch zu ziehen. Nicht mit mir. Bleib dicht hinter mir. Nicht, dass du verloren gehst zwischen all dem Schrott. Okay, auf geht's. Ich führe dich. Der Söldner. Hey. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Hast du auch einen Namen? Ich ziehe es vor, keinen zu haben. Ein Name klebt wie Blut an dir.
lockt nur die Geier an. Einmal nicht aufgepasst und du stehst auf einer beschissenen Liste. Wer im Schatten bleibt, verbrennt sich nicht den Schädel. Pack deine Sachen, du bist angeheuert. Ich glaube, du hast was falsch verstanden, Bruder. Die Drecksarbeit erledigst du schön selbst. Aber ich kann dir zeigen, wie man's macht. Ich bilde dich aus und verkaufe dir genug Zeug, damit du mehr als einen Tag da draußen überlebst. Meinen Tages- und Wochensatz kennst du ja. Also, steht der Deal? Ich bezweifle, dass du mir etwas Neues beibringen kannst. Verstehe. Bist selbst im Gewerbe. Ein Profi sozusagen. Hör zu, Junge, auch wenn's abgedroschen klingt. Man lernt nie aus. Und ich bin sicher, ich kenne noch den ein oder anderen Kniff, der dir den Arsch retten wird. Wenn nicht, bleibt dir noch immer die Ware. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Rüstung, die Outlaws hier tragen, gerade auch die, die er jetzt anhat, die erinnert mich schon stark an Fallout 4 und die Raider-Rüstung und unter anderem auch die Raider-Power-Rüstung. Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Das ist... Ach, ein Lehrmeister und Händler, okay. Granatwerfer. 12,5. Ja klar. Kriegsarmbrust im Arsch, Junge. Na, Waffen brauchen wir wirklich nicht. Hier, Pfeile oder Bolzen nehme ich wohl mit. Schrotmunition nehme ich auch mit. Und hier, Geschützmunition. Ja, immer her damit. Und Raketen natürlich auch. Sonst noch irgendwas? Schrott nehme ich auch mit. Kostet ein Stein. 200. Gekauft. Dietriche. Gekauft. Ja komm, schwarz gebrannt, wenn wir dabei sind. Tränke. 15 habe ich. Ich nehme mal alle. So, habe ich was für dich. Ein Alpschild. Brauche ich nicht. Hier ist die, ich wollte sagen, wo sind die Sphärenklinge hin? Wir können die komplett durchverbessern, ne? Vorausgesetzt, die lässt sich so lange, so weit schmieden. So ein Bleirohr habe ich schon ewig nicht mehr gefunden. Ich glaube, das können wir verkaufen. Willst du da mal wieder eins finden? Das können wir verbessern. 190, aber ist zweihändig. Ein Kriegsbogen. Da weiß ich gar nicht, ob die jetzt besser waren oder nicht. Einen haben wir und einen beschädigten. Kriegsarmbrust. Beschädigte schlechte Armbrust und schlechte Armbrust. Hier, weg damit. Ich verkaufe mal jetzt die normalen Sachen, ne? Kriegsbogen 133. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben auch nur einen beschädigten Kriegsbogen, also Schuss. Die Schrotflinte kann auch weg. Beschädigte Raketenwerfer 170. Aber wir haben ja schon einen normalen. Aber den können wir nochmal verbessern, ne? Also müssen wir die behalten. Die Special-Sachen sowieso. Die Rüstung kann weg. Davon kann einer weg.